Gemeinsame Sache machten die Sportregion Stuttgart, der Sportkreis Ludwigsburg und der Stadtverband für Sport am Samstag, den 5. März 2016. Im Schillerfoyer der Kreissparkasse Ludwigsburg führten sie das Forum Flüchtlingsarbeit im Sport durch. Rund 80 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Ich freue mich, dass die Veranstaltung in Ludwigsburg stattfindet. Ich freue mich, dass die Sportregion und der Sportkreis es möglich gemacht haben, denn es ist das brennende Thema aktuell, die Flüchtlingsarbeit. Hier in Ludwigsburg sind wir, wie ich finde, gut aufgestellt. Wir haben 1300 Flüchtlinge vor Ort. Die Vereine engagieren sich sehr und wir haben auch versucht, finanziell eine Möglichkeit zu finden. Die Stadt unterstützt die Arbeit des Stadtverbands an der Stelle. Ja, aber natürlich freuen wir uns über Impulse. Die gibt es heute. Zunächst führten Julia Sandmann und David Scholz in das Thema ein. Julia Sandmann leitet das Programm Integration durch Sport beim Landessportverband Baden-Württemberg. Ja, ich freue mich riesig hier zu sein, dass heute so ein Fachtag ausgerufen wurde und eingeladen wurde. Eine enorme Resonanz der Teilnehmer. Offenbar ein großes Interesse an dem Thema. Das ist die Erfahrung, die wir gerade auch teilen, dass sich viele, viele Sportvereine engagieren, geflüchteten Menschen eine Teilnahme ermöglichen und darüber hinausgehen, sie einbinden in aktive Mitgestaltung. Finde ich eine Riesenchance, zum einen für die Menschen, die natürlich gerade neu nach Deutschland kommen, sich zu bewegen, sich andere Gedanken zu machen und in Kontakt zu kommen mit Menschen, die seit längerem in Deutschland leben, beziehungsweise der einheimischen Bevölkerung. Und gleichzeitig sehe ich darin aber auch eine Riesenchance für den Sport und die Sportvereine im Land, wenn wir einfach sehen, dass sehr, sehr viele Vereine immer mehr Probleme damit haben, Ehrenamtliche zu finden, sportliche Talente zu finden und wir hier einfach eine Riesenzielgruppe haben, speziell die Menschen, die dauerhaft dann in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, sich da zu engagieren und eben dem Sportler auch ein Stück weit eine Bereicherung zu schenken und diese dann darzustellen. David Scholz arbeitet beim Württembergischen Landessportbund im Geschäftsbereich Sport und Gesellschaft und kümmert sich dort um die Thematik Sport und Flüchtlinge. Nach einer kurzen Pause stellten drei Vereine Beispiele aus der Praxis vor. Steffen Erb berichtete, wie der TB Neckarhausen mit einem innovativen Projekt für eine Einbindung von Flüchtlingen in den sportlichen und außersportlichen Bereich sorgt. Vom VfL Herrenberg war Stefanie Wunder die Geschäftsführerin des Vereins vor Ort. Der VfL integriert Flüchtlinge in den alltäglichen Sportbetrieb, um Sozialkompetenz zu vermitteln und das Einleben zu erleichtern. Tendenz ist mit Sicherheit steigend. Wir werden eine komplette neue Eltern-Kind-Gruppe aufmachen. Wir sind jetzt auch dabei, in die Flüchtlingsheime zu gehen, Informationsveranstaltungen zu machen, um einfach die Flüchtlinge wirklich ins Boot zu holen, willkommen zu heißen und so diese Hürde von alleine hinzugehen zu nehmen. Manuela Kircher, die erste Vorsitzende des TSV Waldenbuch, stellte die Aktivitäten des TSV vor und berichtete, dass es in Waldenbuch ein Netzwerk zur Förderung von Bewegung und Integration von Flüchtlingen gibt. Auch der TSV Waldenbuch ist ein Teil dieses Netzwerks. Also die Veranstaltung war insgesamt ganz toll, muss ich sagen. Das Programm war toll. Für mich war das Allerwichtigste, dass aus der Praxis drei Vereine berichtet haben und daraus können auch meine Vereine im Remsmoor-Kreis viel lernen, wenn das Ganze veröffentlicht wird. Ich habe die Wünsche, dass sich die Vereine öffnen für die Integrationsarbeit mit den zugereisten Flüchtlingen und dass wir da in dem Bereich auch weitere Arbeiten leisten können. Auch wir als Sportkreis werden uns da in den nächsten Wochen, Monaten stärker mit einbringen und dann wird es eine hervorragende Sache. Den Abschluss bildete eine Diskussionsrunde. Dort kamen Attila Böhm, Raphael Dahler und Matthias Müller zu Wort. Attila Böhm ist Vorstandsmitglied des Schwimmvereins Ludwigsburg. Raphael Dahler arbeitet bei der Stadt Ludwigsburg als Leiter des Fachbereichs für Sport und Gesundheit. Matthias Müller ist Präsident des Sportkreises Ludwigsburg und Vorstandsmitglied der Sportregion Stuttgart. Solche Veranstaltungen wie heute, die sich um die Thematik Flüchtlinge drehen, finde ich sehr, sehr wichtig. Wir sind dort gerne dabei, erzählen, was wir in Herrenberg für Flüchtlinge tun. Wir sind seit Sommer letztes Jahr bereits in der Flüchtlingsarbeit tätig, integrieren Flüchtlinge direkt in den Abteilungssport. Es war eine sehr gut organisierte Veranstaltung vonseiten der Sportregion. Wir konnten den Vereinen und den Vertretern der Städte und Gemeinden sehr viel Impulse geben, Hinweise und vor allem die Praxisbeispiele von den drei Vereinen waren hervorragend. Und ich darf an der Stelle auch nochmal ein großes Lob an die Kreissparkasse Ludwigsburg geben, die uns die Räumlichkeiten und das Ganze drumherum kostenlos zur Verfügung gestellt hat.